So, hallo, ich bin der Steven vom SupportNet und heute zeige ich euch, wie ihr Apps, die sonst kostenpflichtig sind, für lau auf eurem Android-System installieren könnt. Dazu müssen wir eine App aus dem Android-Market herunterladen und wir müssen unbekannte Quellen am Android-System zulassen. Und das machen wir auch als allererstes. Wir gehen in die Einstellungen, gehen dann auf Anwendungen und machen den Haken bei unbekannte Quellen rein. Bestätige noch einmal. Und jetzt dürfen wir diese APK-Dateien installieren. Jetzt gehen wir wieder zurück. Gehen wieder ins Menü. Gehen in den Android Market. Und suchen die App 4Shared. Da habe ich die schon einmal eingegeben. Wählen die aus. Und nehmen gleich das erste Suchergebnis. Gut, jetzt sagen wir installieren. Ja. Akzeptieren und herunterladen. Und schon lädt er die App herunter und installiert die uns. Gut, das hat er jetzt auch schon gemacht. Und jetzt gehen wir auf Öffnen. Und wir bekommen jetzt ein Suchfenster angezeigt. Hier können wir jetzt die Apps eingeben, die wir gerne hätten. So, jetzt gehen wir mal hier hoch und geben mal ein DoodleJump. So, das findet er uns auch gleich. Und da nehmen wir jetzt einfach mal die erste App gleich. Jetzt müssen wir einfach mal 20 Sekunden warten. Das ist von der App so. Wahrscheinlich, dass wir uns die Werbung einfach mal ein paar Sekunden lang anschauen und auf der Seite verweilen. Aber das ist ja auch kein Problem. Wir müssen nur beachten, dass unbekannte Quellen immer ein Risiko darstellen, also immer vorsichtig sein beim Installieren. Gut, hier klicken, um die Datei runterzuladen. Gut, und das war's schon. Jetzt hat die Datei runtergeladen, das überprüfen wir auch nochmal. Und wir sehen oben in unserer Statusleiste, dass er die Datei heruntergeladen hat. Die rufen wir jetzt einfach mal auf. Und jetzt möchte er noch vor der Installation wissen, ob die App auf zum Beispiel die Systemtools zugreifen darf. Wenn da nichts Unbedenkliches mit dabei ist, können wir einfach sagen, installieren. Gut, und das war's schon. Die App ist installiert. Wir öffnen die einfach mal. Und man sieht, DoodleJump ist erfolgreich installiert. Gut, das war's auch schon und viel Spaß beim Ausprobieren.